Was mir am meisten zu schaffen macht, ist die Tatsache, dass du mich abserviert hast, während du dich mit diesen miesen Typen zuerst angefreundet und dann entzweit hast. Du hast mich nie mit einbezogen. Das verstand ich nicht. Aber ich wusste, ich kann dich nicht davon abhalten, neue Freundschaften zu schließen. Aber diese Freundschaft wurde dir wichtiger als unsere Ehe. Und als die Situation aus dem Ruder lief, hast du es vor mir geheim gehalten. Ich verstehe, du hast dich geschämt oder hattest Angst vor meiner Reaktion. Aber ich war hier. Das Problem geht also tiefer, denn deine Freunde und deine Familie waren da für dich. Ich sehe das so, und ich will jetzt nicht egoistisch klingen, aber mir kommt es so vor, als ob du nicht mit der Familie abgeschlossen hattest, sondern nur aus der Beziehung mit mir raus wolltest. Cody, this person. Diese Person hat von mir Besitz ergriffen. Und es war so schlimm, dass ich an manchen Tagen nicht wusste, wo oben und wo unten war. Ich versuche immer noch, sie loszuwerden. Du warst so wütend, wir konnten nicht miteinander reden. There were times that I was angry at you, Cody. Ich war manchmal sauer auf dich. Das gebe ich zu. I was angry at you. Because if you and I had been taking Wenn wir uns besser um unsere Ehe gekümmert hätten, wäre ich nicht so offen für andere Beziehungen gewesen. Eine Beziehung, die zu Täuschung und Unglück führte. Deception and evil. So I was angry at you for not. Ich war sauer auf dich, weil du nicht da warst für mich. Ja, ich war sauer auf dich. Aber vor allem auf sie oder ihn oder wer auch immer zum Teufel dahinter steckt. So angry